It's Showtime, Leute! Drahtseil lockt im Zirkuszelt! Es geht ab! Zuerst einmal schließen wir diesen Kampf ab. Gegen den jetzt bevorstehenden Boss. Am besten ohne Schaden, denn ich denke, dass das die Mission sein wird. Aber ich würde schon gerne Bombenwerfer sein. Was geht hier ab? Wer wird unser Boss sein? Leider bin ich schon ein bisschen gespoilert, aber ich sage es euch. Es ist ein Zauberer. Licht an für... Listige Leoparden, Tanzandra, hey, Süßer. Ich schlitze dich auf. Okay. Okay, wir haben das schon mal nicht ohne Schaden geschafft. Okay, sie ist schön in die Bomben rein. Die ohne Schaden zu besiegen, das wird... Das wird ein Akt werden. Bestimmt müssen wir den Gegner auch innerhalb von 2 Minuten besiegen. Aber die ohne Schaden zu besiegen, das wird voll schwer werden. Wie die ausrastet. Tja, Süßer. Ich habe halt scharfe Krallen und keine stumpfen. Wie all die anderen Gegner. Die waren zu schwach. Ich kann es mir vorstellen. Als ob, wie viel Schaden wir schon gemacht haben. Oh, jetzt wird sie richtig sauer. Na, warte. Ich zeig dir, was ich drauf habe. Jetzt macht sie Messerwerfen mit uns. Bleibt dabei einfach in Bewegung. Was macht sie jetzt? Sie haut sich selbst in die Bomben da rein. Okay, oh. Da müsst ihr, wie gesagt, in Bewegung bleiben. Au. Okay, wir haben sie besiegt. Cooler Gegner auf jeden Fall. Sehr herausfordernd, aber ich habe jetzt schon Angst vor den Missionen. Bestimmt wieder besiege sie in 2 Minuten. Hoffentlich haben wir das geschafft. Wir haben außerdem eine neue Blaupause. Du hast die Bleistiftbohrer-Blaupause erhalten. Und die Waddle Dees gerettet.
trifft die kletternde Tatsandra mit der Spezialpower Entdecker. Aha. Ich schätze, okay, die Bosse sind Ausnahmelevel. Die machen wir nicht mehrmals am Stück. Aber ich würde sagen, diese eine Mission können wir noch machen, oder? Wir schießen sie runter. Oder auch nicht? Was ist jetzt hier los? Was ist denn hier los? Die Wörl, die Stadt ist weitergewachsen. Der Überraschungsautomat Serie 2 ist ab sofort verfügbar. Ein neues Figurenset wartet auf dich. Okay, interessant. Das Kolosseum wurde eröffnet. Kämpfe gegen Bosse und Gegner, denen du bereits begegnet bist und gewinne prächtige Preise. Oh, oh. Da. Oha. Er ist wieder da? Der Dark Knight ist wieder da. Und die Spezialpower Bora können wir jetzt weiterentwickeln. Wunderbar. Sehr nice. Yo, eine Blaupause. Vielen Dank. Ich hole gleich die Werkzeuge. Ich bin gespannt, ob wir dann immer noch wie eine Biene aussehen. Entwickeln wir das Denkmal. Es könnte aber ruhig mal mehrere Sterne kosten und nicht so wenig. Ich meine, wofür sammeln wir die überhaupt? Welchen Reiz hat das Sammeln der Sterne, wenn das so wenig kostet? Die Spezialpower-Bohrer hat sich zu Bleistiftbohrer entwickelt. Für mich hat das gar keinen Reiz eigentlich. Sieht lustig aus. Ja, geil, der Bleiche fliegt dann aus dem Anspitzer raus. Heftig. Können wir ein bisschen damit rumspielen. Und dann gucke ich mir mal das Kolosseum an. Was hier neu ist. Oh. Hier brauchen wir 145 Wordleys und hier 180 für die neuen Gebäude. Willkommen im Anmeldebereich des Kolosseums. Hier kannst du dich für Turniere anmelden, in denen du gegen viele bereits besiegte Gegner antrittst. Falls du dir deinen Weg nach oben an die Spitze erkämpfen kannst, winkt dir ein besonderer Preis. Doch das ist noch nicht längst alles. Wir haben gerade unerwarteten Besuch von einem Kämpfer, der unser erstes Turnier als Trainingseinheit nutzt. Frisch eingetroffen vom Planeten Pop. Und genau wie wir in dieser neuen Welt gestrandet, ganz recht kein geringerer als Meta Knight! Ich wollte es nicht verraten, Leute. Nur wirst du ebenfalls am Turnier teilnehmen. Ja, wir wollen auf jeden Fall noch gegen Meta Knight kämpfen, aber nicht in diesem Part. Vielleicht in dem nächsten oder übernächsten Part, in dem wir so einen kleinen Boss Rush machen und dann gegen Meta Knight kämpfen. Bis dahin! Machen wir noch ein neues Level. Oder beziehungsweise ein paar kleinere Level auf der Overworld-Map. Ein neues Gebiet. Das Eis- und Schneegebiet.
namens Winterkuppe. Oh, wow. Geil. Sehr schön. Das sieht sehr schön aus. Doch dazu später. Erstmal machen wir den Ringstopfer-Schatz. Pusten nur ohne Pause. Drehe die Windräder. Okay. Wahrscheinlich Titel, die zurecht so sind. Zwei Windräder drin schon. Wunderbar, nichts einfacher als das. Yes, nur noch eins. Das ist aber jetzt schwierig. Ja, weil diese Wände hier immer kommen. Jetzt. Aber wie gesagt, Zielzeit wahrscheinlich wieder sehr knapp, ne? Ja, 12 Sekunden zu viel. Egal. Aber es sind trotzdem schöne, knackige Herausforderungen. Und hat den gewissen Reiz für Leute, die Zielzeiten unbedingt machen wollen. Aber wie gesagt, es gibt nur ein bisschen Geld dafür, ne? Und haben wir aber noch so viel Zeit für Part 15, dass ich sagen kann, da muss auf jeden Fall noch ein Level kommen. Nur was mache ich bloß? Also ich kann das auf diese ganze kleinen Level hier machen. Den Feuerschatz zum Beispiel. Also ein komplett neues Level. Oder ich mache den Boss vielleicht nochmal. Ah, okay. So geht es natürlich auch. Schön dagegen zu fliegen. Ja, das ist nice. Au! Haben wir diesmal die Zielzeit erreicht? Hoffnung? Nein. Sehr gleich verschlagen hier. Läuft. Hoffnung? Sehr schlagen. Aber ich sehe schon, hier sind auch noch nicht alle Level richtig erledigt. Deswegen. Ja, können wir jetzt willkommen in Rondalia oder Rennpistenraserei machen. Ist egal. Und ich würde sagen, nochmal zum Anfangslevel zurück. Eine Mission. Bringe alle verwelkten Blumen zum Blühen. Ja, das machen wir doch glatt.
geil. Diese Fähigkeit. Wie das auch aussieht, ne? Wenn er fliegt, wie der Stift angespitzt wird. Weg mit dir, lieber Hase. Ich glaub dich nicht. Weg mit dem. Weil der ist so nervig, der Gegner, ne? Alle verwelkten Blumen zum Blühen bringen. Ja, aber die kommen doch bestimmt noch, ne? Ja, die kommen bestimmt später. Was will der denn jetzt? Mistkröte. Also, wie gesagt, ich habe ja nichts gegen Hasen, aber der Gegner übertreibt seine Lage. So, hier wären wir schon mal. Und hier müssten dann auch langsam die verwelkten Blumen kommen. Ah, hier sind die verwelkten Blumen. Ja, dann holen wir mal das Wasser. Und die nervigen Hasen, die spritzen wir einfach weg. Wupp, wupp. Wie er sich anhört, was er für Geräusche macht. Dafür gibt's sogar Geld. Nice. 4 Stück hatten wir hier schon mal. Die Kohle lassen wir ja sicher nicht liegen da. Ich schwöre bei Gott, wie sich das anhört, ne? Wo ist die letzte Pflanze? Gibt es noch eine? Wo ist die letzte? Die kann ich unmöglich übersehen haben.
erstmal alles bereinigen hier. Wunderbar. Wie gesagt, eine Blume muss noch bespritzt werden. Eine ist noch verwelkt. Nee, wir müssen eine übersehen haben. Definitiv müssen wir irgendwo eine übersehen haben. In irgendeinem Gebietsabschnitt. Ah! Okay. Raffiniert! Und eine blaue neue Blaupause. Haben wir dafür auch noch bekommen? Interessant. Die Spielzeugkammer Blaupause. Ich bin mal gespannt, wie die Verwandlung aussieht. Dann mal los. Die gucken wir uns auch noch an, bevor wir den Part beenden. Und entwickeln sie natürlich weiter. Denn ich finde es viel cooler, mit diesen neuen, weiterentwickelten Versionen zu spielen. Und dann stellt sich ja die Frage, gibt es da noch eine Weiterentwicklung zur dritten, also so eine dritte Entwicklung? Sprich, eine dritte Form von diesen Fähigkeiten, oder gibt es die nicht? Gibt es nur zwei oder gibt es drei Formen? Naja. Auf jeden Fall geht's einmal in die Waddle-Dee-Stadt zurück. Ich will die neue Fähigkeit jetzt noch ausprobieren. Stand jetzt haben wir 135. Oh, schon wieder eine neue Blaupause. Ich werde mein Bestes geben. Alles klar. Ein robuster Hammer mit hoher Angriffskraft. Und jetzt entwickeln wir ihn weiter. Wofür endlich mal mehr als ein Stern gefordert wird. Ich staune. Der Spielzeugkammer ist fertig. So, was kann der so im Gegensatz zu anderen? Ah. Ich kann mehrmals auf den Boden hauen. Und was kann ich damit, wenn ich in die Luft springe? Ach so. Oh, hier kann ich hochklettern. Und die Aussicht angeblich genießen, aber hier oben ist doch was. Ha! Eine Red Coin. Cool. Eine Red Coin. Was für Red. Und da ist doch was auf der Mauer. Eine Green Coin. Löst das aus. Schönes Secret. Gibt's hier irgendwo wieder einen Code auf der Wand? Nein? Okay. Noch 10 Wordle dies.
Und dann kämen wir wieder hierher zurück. Dann gibt's hier wieder ein neues Gebäude. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Kirby und das vergessene Land. Liken und abonnieren nicht vergessen, das würde mich sehr unterstützen. Und bis dahin, ciao Leute!